the torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling... Kill the good communists! Kill the bad communists! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Heute wird ein wundervoller Tag in den Colorado-Territorien mit Temperaturen um 15 Grad und starkem Ostwind. Alle Bürger der Montrose-Partnerschaft werden daran erinnert, dass die Ausgangssperre auf 18 Uhr verlegt wurde. Nichts für Nachteulen. Und jetzt gibt es wieder Musik, die den Arbeitstag... An die Wand! Robert Jacobs, warum widerstrebt es Ihnen so sehr, Ihrem Land zu dienen? Wir wissen, dass Sie alles verloren haben, aber Sie müssen Trost in dem finden, was Patriotismus Ihnen bieten kann. Unser großer Führer Kim Jong-un wird Sie lehren, die natürlichen Ressourcen Ihres Landes freizusetzen, um allen Wohlstand zu bringen. Das ist unser Geschenk an Sie. Und Sie? Sie haben uns gezwungen, Ihre Hingabe an die amerikanische Sache zu untersuchen. Bringt ihn weg! Los, weiter! Augen geradeaus, in der Reihe bleiben! Los, Jacob! Los, aufstehen! Jacob! Bewegung, habe ich gesagt! Nicht reden! Los, in den Bus! Iseki, komm, Sherai! Mega, Telegagasse! Anjo, Shikuro! Sie stehen unter Arrest! Hände hinter den Warum? Rücken! Hey! Hey! Lassen Sie mich gehen! Ich habe nichts getan! Attidau! Nein! Hey, das ist scheiße! Richtig scheiße!
Hey, Mann, bist du auch Pilot? Ich glaube, die sammeln uns alle ein. Die haben meine Familie. Wenn ich nicht tue, was die sagen, sehe ich sie nie wieder. Was ist das? Was war das? Nicht hinsehen. Schau sie bitte nicht hin. Oh. Hey, halt! Hast du gestern Abend die Stimme der Freiheit gehört? Da hieß es, dass sie diese Scheiße im ganzen Land abziehen. Immer wenn der Widerstand an Boden gewinnt, kommt die KVA und wir müssen dafür zahlen. Das ist Brennstoff für die Arbeitslager. Die meisten Leute kommen da nie mehr raus. Ihre Hände müssen wieder und jederzeit sichtbar sein. Was ist denn das? Ich bin der Sammler. 1138 시설로 데려가는 중입니다. 허가증은 있습니까? 정 대장님이 서명한 허가증 여기 있지요. 오죠, 문제 없구만. 뭔가. 전 mal bemerkt, wie schnell die Leichen verschwinden? Massengräber, habe ich gehört. Hey, wenn wir ankommen, wo immer das ist, müssen wir zusammenhalten, okay? Wir müssen aufeinander aufpassen. Du kannst mir später danken. Nimm die Waffe. Mir nach. Schön, dass du Connors Plan überlebt hast. Rihanna, gehen wir. Raus aus dem Bus, wir müssen sie kommen! Weiter. Wahrscheinlich ist nach der Nummer die gesamte KVA hinter uns her. Da kommt die Kavallerie. Halt. Runter vom Parkplatz! Sie haben uns entdeckt! In den Laden! Runter! Sie schneiden uns den Weg ab! Hoffentlich bist du diese Rettungsaktion wert. Wir brauchen dich, Jacobs! Fang an zu schießen! Da! Zwei kommen Passen über den runter. Zaun! Ziel auf den Kopf! Jede Kugel muss treffen! Wo schießt du denn hin? Benutzt das Visier? Es gibt kein Zurück. Du hast koreanisches Blut an den Händen. Du bist jetzt beim Widerstand. Nimm das Gewehr! Bleib unten und geh in Deckung! Sie kommen durchs Dachfenster! Noch zwei da vorne! In Ordnung! Weiter so, Jacob! Gib mir Deckung! Nimm alle Magazine, die du findest. Lass dem Feind keine Munition übrig. In der Nähe ist eine Tankstelle. Kim hat sie als Spritlager benutzt. Ich kenne eine Abkürzung durch die Vororte. Wir müssen außer Sicht bleiben, bis es hier ruhiger ist. Gegner beim Bus! Willst du draufgehen oder was? Lade nach! Gib mir Deckungsfeuer! Los, die Gasse runter! Ich dachte, das sollte nur ein schneller Überfall werden. Los, rein da! Transportheli! Da kommen noch mehr von den Pennern! Granaten, hier drüben! Brauchen wir Munition! Sammel die Granaten ein!
Gegner, da rechts! Truppentransporter! Wirf eine Granate, verdammt! Wirf eine Granate! Da, links! Immer weiter schießen! Das war ich! Heilige Scheiße! Alle noch an einem Stück? Wir zählen später nach. Wir müssen mit. Boone, hier ist Connor. Wir haben den Piloten. Keine Sorge, nur eine Tankstelle. Sollte sie etwas aufhalten. Sind unterwegs zur Revere Road. Wir treffen uns dort. Keine Zeit für Diskussionen. Connor, Ende. Was war das denn? Boone glaubt, es sei zu gefährlich, sich unter die Leute zu mischen. Er würde lieber die ganze Operation riskieren, als ein paar Hausbesetzer zu stören. Beruhig dich, er will nur auf sie aufpassen. Klar, und wer passt auf uns auf? Nicht schießen. Scheiße, ein Panzer. In Deckung bleiben, bis er vorbei ist. Ist ein ganzer Trupp? Ich glaube, die haben uns nicht gesehen. Position halten, keine Bewegung. Abwarten. Auf mein Zeichen. Jetzt, los! Alles klar! Tolle Abkürzung! Hätte nicht gedacht, dass sie uns die ganze Armee auf den Hals hetzen. Hast du erwartet? Das war ein Hornissennest. Ich kenne deine Akte, Jacobs. Hoffentlich stimmt das alles. Ruhig, Connor. Boone weiß schon, warum er ihn ausgesucht hat. Ein Pilot mit Kampferfahrung? Wir hätten sicher auch einen finden können, ohne von einem Panzer verfolgt zu werden. Über den Flügel! Lade nach! Gib mir Deckungsfeuer! Unter Beschuss! Brauche ihr Hilfe! KVA! Auf dem Flügel! Los, durch das Brandrohr, Junge!
Es kommen mehr über den Flügel! Das Wrack! Beim Triebwerk! Maschinengewehr, Fenster, erster Stock! Transportpanzer, raus aus dem Hof! Dreh dich um, nach links! Die Kanone reißt alles in Stücke! Mit unseren Waffen machen wir da nicht mal Kratzer rein! Wir brauchen Sprengstoff! Wir lenken sie ab! Flankieren! Du musst da rüberkommen! Durch das Fenster! Wir brauchen Sprengstoff für den Transportpanzer! Durch das Fenster! Da müssen ein paar Ladungen dran! Wir brauchen Sprengstoff für den Transportpanzer! Finde welchen! Ganz hervorragend! Über diese Höfe kommen wir zu Revere Road. Seltsam, dass so nahe am Wrack Leute wohnen. Und noch seltsamer, dass sie uns nicht helfen. Wir haben die Hosen voll. Der EMP hat denen wohl auch die Eier gegrillt. Man sollte meinen, dass sie zu den Waffen greifen, wenn ein Flugzeug vom Himmel fällt. Vielleicht sind sie nicht bereit zu kämpfen. Die KVA interessiert sich nicht für diese Leute. Die wollen einfach nur ihr Leben leben. Übrigens, Boone hat dir einen Befehl erteilt. Boone ist aber nicht hier. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Verdammter Widerstand, was soll das? Wir sind friedlich. Wir sind Familien, ihr könnt nicht einfach herkommen und uns Ärger machen. Beruhigt euch. Sobald die anderen hier sind, gehen wir wieder. Uns ist niemand gefolgt. Wir gehen. Aber ihr solltet alle reingehen. Keine Aufmerksamkeit erregen.
Gottverdammt, Connor! Du solltest nicht herkommen. Du riskierst Chaos direkt in den Hinterhöfen dieser Leute. Wir könnten sonst nirgendwo hin. Das Gebiet ist voll von der KVA. Wir sollen für diese Leute kämpfen und uns nicht verstecken. Wer versteckt sich? Das reicht. Von euch beiden. Du musst der Pilot sein. Ich bin Boone Carlson, Gründer dieser Zelle. Das US-Militär sammelt sich nahe San Francisco. Sie brauchen Treibstoff. Wir haben einen Plan. Wir brauchen dich. Ins Haus! Schnell! Tun Sie meinem Kind nichts! Oh mein Gott! Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir sind auf Ihrer Seite, Ma'am. Bleiben Sie unten. Wir beschützen Sie. Verteidigt die Front des Hauses. Wir müssen das Feuer von den Zivilisten ablenken. Sie haben die Jagd geschleppt! Ja! Wir bringen Sie hier raus. Wir brauchen den Goliath. Wo ist er? Papa, wo ist der Goliath? Draußen. Goliath ist draußen. Die Zielvorrichtung ist in meiner Tasche. Da drüben. Er verblutet mir! Hör zu, das ist eine halbautomatische Kampfdrohne. Steuerung und NG haben eine KI, aber die Raketen steuerst du. Ziel einfach und drück ab! Schieß die Fahrzeuge ab! Schieß die Fahrzeuge ab! Er ist tot. Papa, gehen wir. Goliath folgen! Gestern Nachmittag überfielen KVA-Soldaten die Stadt Montrose in Colorado. Ihr Ziel war, laut Angaben des Feindes, zivile Ziele von hohem Wert zu neutralisieren.
Aber dies war keine angemessene Antwort auf amerikanische Aufstände. Dies war unschuldiges Blut, das die Hauptstraße entlang floss. Freunde und Familien abgeschossen wie Tiere. Eine der Widerstandszellen von Montrose ist Berichten zufolge nach einer brutalen Schießerei in der Nachbarschaft entkommen. Wir können nur hoffen, dass sich diese Freiheitskämpfer retten konnten und nun irgendwo in einer sicheren Zone in den verlassenen Vororten sind. Wie auch immer ihr Schicksal ist, wir werden weiterkämpfen. Glauben Sie nicht den Lügen der von den Koreanern kontrollierten Medien. Wir sind der Sender der Wahrheit, die Stimme der Freiheit. Guten Morgen, Montrose. Sie hören KVAR 883 FM. Unsere Top-Meldung: Bei dem Amoklauf einer örtlichen Rebellengruppe wurden gestern 24 amerikanische Zivilisten getötet. Die koreanische Volksarmee fahndet nach... Verdammte Propaganda. Gut, du bist wach. Du hast mehr Bestrafung eingesteckt, als man aushalten kann. Komm raus, wenn du bereit bist. Ich zeig dir alles. Ist wach. Wir rücken in der nächsten Patrouillenlücke aus. Komm schon. Willkommen im neuen Zuhause. Unser kleines Stück Amerika. Wir alle kamen her, um diesen Ort zu erschaffen, um deinen Gemeinschaftssinn zu erfahren. Nicht die Zukunft, die wir wollten. Aber wenigstens sind wir frei. Von außen ist es ein weiterer verlassener Vorort. Aber drinnen ist es ein sicherer Hafen. Zäune, Baumdeckung und dieses Tarnnetz verbergen uns vor der KVA. Trotzdem, wir müssen aufpassen. Vor allem jetzt. Verstanden. Hol Rihanna ans Funkgerät, sie ist auf dem Spielplatz. Sprich mit Connor wegen Munition. Alles, was wir essen, pflanzen wir an. Da drüben wird Wasser gesammelt. Und Sonnenkollektoren und Windräder bringen gerade genug Energie. Mir nach. Hey, Sally. Hey, Boone. Zurück von den Toten, hä? Das heißt, wir können los, stimmt's? Ich bin es leid, hier rumzusitzen. Wir haben nur wenig Zeit, um uns die Peilsender zu schnappen und sollten keine Zeit verschwenden. Das bestimme ich. Wenn wir alles richtig machen, stirbt niemand mehr. Hopper ist in einer Minute bereit. Wir treffen dich am Tunnel. Diese Bastarde bekommen, was sie verdienen. Connor kann man bei einem Kampf gut gebrauchen. Sieh dich um. Ich treffe dich dann draußen. Zwischenpatrouillen der Koreaner los. Also, haben wir Zeit. Stell dich den Leuten vor. Ich treffe dich auf der anderen Seite des Hofs. Mit diesem Empfänger sollten wir den koreanischen Funk abhören können. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert, aber irgendeine Warnung ist besser als keine, was? Du bist der Pilot, über den alle reden. Abgehört, du hättest viel riskiert. Wer ist der Neue? Was? Irgendein Pilot. Teil von Boone San Francisco Plan. Damit ich das Wasser nicht mehr schleppen muss. Oh, hallo. Willkommen in der Oase.
sind weg. Wir treffen uns am Tunnelausgang. Verstanden. Unterwegs. Kommen Sie, Jacobs. Wurde auch Zeit. Hör zu, wir brauchen deine Hilfe. Uns fehlen Leute. Die Mission heute Nacht ist entscheidend. Die Ausrüstung, auf die wir aus sind, macht uns den Rest leichter. Wir werden in Unterzahl sein, also schnapp dir eine Waffe und so viel Munition, wie du tragen kannst. Mir nach. Widerstand hat diese Tunnel zu Beginn der Besatzung gegraben. Unter Montrose gibt es fast 3 Meilen an Durchgängen. Wir haben sie überall gegraben, außer natürlich unter der Mauer, die uns einsperrt. Das Scheißteil geht runter bis aufs Grundgestein. Wenn wir dieses Land befreien, nehmen wir die Mauern auseinander. Scheiß drauf, ich werde sie in die Luft jagen, wenn wir die Stadt verlassen. Hey Jacobs, das war gute Arbeit. Danke für die Hilfe mit Goliath. Bleib an der Zielvorrichtung. Anscheinend hast du den Bogen raus. Die Gunnison-Zelle hat den Lieferwagen und den Mörser geliefert, aber da ist ein Wachturm zwischen uns und dem Spielplatz. Wieso haben wir den nicht ausgeschaltet? Beim letzten Mal war er noch nicht da. Wir können vermutlich einen Weg herumfinden. Nein, wir dürfen sie nicht am Leben lassen. Vorsicht! Diese Wachtürme haben eine 20mm Automatikkanone mit KU-Bandradarverbindung. Die Feuerleitsysteme sind... Jacobs, wirf eine Granate an die Rückseite des Dings. Wir müssen weiter die Straße rauf. Wir warten, bis der Scheinwerfer vorbei ist und rücken dann vor. Wer vom Scheinwerfer erfasst wird, geht in Deckung und wartet. Die Dinger sind schlau, aber nicht so schlau. Ich zuerst. Zu mir! Vor. Zu mir. Jacobs, den musst du erledigen. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Jacobs, vorrücken und ausschalten! Weiter! Ich geb dir Deckung! Weiter! Ich geb dir Deckung! Augen zu und durch! Das reicht! Wirf eine Granate dahinter! Gute Arbeit! Ein Wachturm weniger als 100 Yards vom Tunnelausgang zerstört. Bleib, wo du bist. Das werde ich. Bis bald. Seid leise. Da vorne. Ich dachte, die Patrouillen wären weg. Das waren sie auch. Die nächste kommt erst in 6 Stunden. Scheint, als wären sie früh dran. Wenn wir angreifen, müssen wir es schnell tun. Nutzen wir das Überraschungsmoment. Der Mann auf dem Dach ist ein Problem. Jacobs, er gehört dir. Mit deinem Schuss geht's los. Na los, erledige den Kerl. Rücke vor!
rein ins Haus. Ich habe ihn erwischt. Wir müssen dieses Haus räumen. Ich gebe Deckung. Unter schwerem Beschuss. Ins Haus. Passt auf eure Ecken auf. Rein. Das war der letzte. Sie müssen die Patrouillen losgeschickt haben, als der Wachturm ausgefallen ist. Früher habe ich in der Nachbarschaft patrouilliert. Hier lang. Das ist die Landezone? Gunnison hat den Ort gewählt. Brooks hat einen seltsamen Humor. Und wir hatten Angst, dass die KVA diesen Ort findet? Sicher, aber wir bringen den Kampf zu ihnen. Wenn der Überfall heute Nacht gut läuft, werden diese Bastarde eine ganze Weile beschäftigt sein. Rihanna ist da drin. Wir sind's. Nicht schießen. Boone, alles okay? Mir geht's gut. Hat die Garnison-Zelle die Mörsergeschosse geliefert? Aber die haben Mist gebaut. Das sind die Falschen. Nein, haben sie nicht. Das ist weißer Phosphor. Ich habe den Deal verbessert. Was? Du wusstest davon? Was soll der rührselige Scheiß? Wir Leute. Sind im... Oh mein Gott! Der Wachturm hat mich erwischt. Das ist eine Menge Blut. Die Sender. Wir müssen... Oh, ganz ruhig. Wir kommen schon klar. Tod nützt uns nichts. Er hat recht. Spart eure Energie für den Trip nach San Fran. Connor. Nimm das. Mein Abzeichen. Finde Arnie. Er wird sich um dich kümmern. Ich bring Boone nach Hause. Dann treffe ich euch an der Überführung. Leute. Passt auf euch auf. Wir werden da sein. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich hoffe, er schafft es. Ist wohl nicht das erste Mal, dass er angeschossen wurde. Ich weiß. Ich meine ja nur. Er wird es schaffen. Das müssen die Waffen sein, die Brooks uns versprochen hat. Jacobs, such dir eine aus. Wir warten draußen. Der Spielplatz, jetzt kapier ich's. Wir sind fast da, das Arbeitslager ist am Ende der nächsten Straße. Was ist der Plan? Das Eingangstor sollte nur leicht bewacht sein. Wir machen etwas drauf, schalten ein paar von ihnen aus und locken den Rest aus dem Lager. Dann schleichen wir uns durch die Hintertür. An den Plan halten. Es wird laut in 3, 2... Jetzt! Abwerfen! Ich rücke vor! So macht man das! Hölle, ja! Runter von der Straße! Hölle, ja, Junge! Wir müssen drumherum! In Ordnung! Wir können nicht direkt angreifen! Flanke finden! Wir müssen es flankieren! Hier lang! Da ist eine Gasse hinter dem Haus! Jacobs, hier hinten! Wir können durch die Hinterhöfe! Hier lang! Da ist eine Gasse hinter dem Haus! Schwerer Beschuss auf meine Stellung! Schwerer
Schuss! Wir können durch die Hinterhöfe! Jacobs, hier hinten! Hier lang! Da ist eine Gasse hinter dem Haus! Ins Haus! Die Treppe hoch! Wir können von oben zuschlagen! Ich rücke vor! Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit! Zum Versorgungstunnel. Wir müssen verschwinden, ehe sie mobil machen. Hier drüben. Eine Sekunde. Klingt, als würde der Plan funktionieren. Sie schicken ein Interventionsteam. Ich hasse diesen Ort. Die Leute hier drin waren mal Ärzte und Anwälte. Jetzt arbeiten sie in den Schieferminen. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich meinen Zahnarzt gesehen. Der Weg sollte jetzt frei sein. Lassen wir die Gewehre hier. Wir müssen unauffällig sein. Behaltet eure Pistolen. Je schneller wir Arnie finden, desto schneller können wir verschwinden. Okay, verteilen und hört euch um. Ich suche einen Typ namens Arnie. Scheiße. Arnie ist hinten.
Über die Straße, über das Gerüst. Wenn ihr Arschlöcher erwischt werdet, habe ich euch noch nie gesehen. Was willst du? Die Kondensatoren müssen erst abgelötet werden. Schlimm genug, dass ich die für meine Essensrationen zusammenkratzen muss. Tut mir leid. Ich wollte nur helfen. Willkommen zur koreanischen Vision von Amerika, Jacobs. Sieht dir das nach Erholung aus? Die gehört zum Widerstand, nicht wahr? Wie hat's da draus? Was? Tut mir leid, Sir. Achten Sie nicht auf meinen dummen Freund. Wir wollen keinen Ärger. Verdammt! Schaff dieses koreanische Stück Scheiße weg! Ich bin Amerikaner. Ich bin in Auckland geboren, Arschloch. Ist mir scheißegal, wo du herkommst. Du und deine Leute machen nur Ärger. Geh weiter, verschwinde! Hey, Mister. Haben Sie was zu essen? Ich habe solchen Hunger. Bitte. Verschwinde, Kleiner. Nehme alles, was Sie haben. Bitte. Ich habe kein Essen. Jetzt verzieh dich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich kenne euch nicht. Zurück. Ich suche einen Typ namens Arnie. Na und? Nie von ihm gehört. Schluss mit dem Scheiß. Zeig ihm das. Sag ihm, Boone schickt uns. Hey, komm mal. Bleib locker. Wo ist Boone? Und wer ist der Neue? Ein neuer Plan. Kannst du uns noch in das Depot bringen? Ja, weißt du, die Verwaltungsgebäude. Nein, nein, es muss da sein, wo sie die Busse haben. Die Peilsender müssen in der Nähe sein. Ja, ja, ich bringe euch rein. Aber ihr müsst in der Nähe bleiben und tun, was ich sage. Folgt mir. Glaubt ihr, dass ihr meine Familie rausholen könnt? Der Widerstand kümmert sich um seine Freunde. Das hoffe ich. Ich habe eine Tochter im Teenageralter. An einem Ort wie diesem passieren schlimme Dinge. Bring ihr bei, wie man schießt. Frauen haben genauso viel, um das es sich zu kämpfen lohnt. Bist du irre? Mein Kind wird sich auf keinen Fall dem Widerstand anschließen. Ich dachte, hier wären mehr Wachen. Haben euch wohl gehört und sind abgehauen. Sehr witzig. Was zum Henker ist das? Das ist ein Lagerbereich für Busse. Hier warten wir, bis die Schichten in den Schieferminen beginnen. Und der ist einfach unverschlossen? Man braucht keinen Schlüssel? Keine Sorge, ich habe mich darum gekümmert. Dafür bin ich ja da, oder? Schwein. Leck mich, ich hab Kinder. Außerdem hatten sie das bessere Angebot. Wir hätten dir helfen können. Es ist vorbei. Was soll's? Die Koreaner haben gewonnen. Es Für ist dich aus. Ist es aus. Unterschiedliche Beschuss, gib mir Deckung!
Erledige diese MG-Schützen! MG-Schützen! Erdgeschoss! Das Haus da sichern! Los, die Sender müssen da drin sein! Wir sind festgenagelt! Erledige diese MG-Schützen! Such dir Deckung, Jacob! Scheiß Arnie, ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei ihm. Die Sender müssen hier irgendwo sein. Wir haben die Sender. Dann verschwinden wir von hier. Brianna, wir haben sie. Wir treffen uns unter dem Highway. Ich bin unterwegs. Boone ruht sich aus. Er wird es schaffen. Wir kürzen über das Baseballfeld ab und gehen durch das Elm Street Abflussrohr. Los, es ist gleich da vorn. Pass auf die Sender auf, Jacobs. Diese Treibstofftanker werden nur für ein paar Stunden in der Stadt sein. Wir markieren sie, bevor sie Montrose verlassen, schnappen uns einen Heli und verfolgen sie. Nur damit du deine Aufgabe kennst. Es ist gleich da hinten. Gehen wir weiter. Oh mein Gott. Was zum Henker ist das? Was zur Hölle? Wir sollten umdrehen. Ich glaub es nicht. Was zum Teufel? Wie Abfall in eine Grube geworfen. Wie viele Leute sind das? Ihr Mistkerle. Elende Mistkerle. Ihr Mistkerle! Ihr denkt, ihr könntet uns in einen verdammten Graben werfen? Ihr fallt in unser Land ein! Wachtürme, bleibt hinter den Familien! Connor ist durchgedreht, wir müssen die Wachtürme ausschalten! Ihr Hurensöhne! Wir sind doch kein Vieh, das ihr abschlachten könnt! Wir müssen es ums Feld herum schaffen und nahe genug an die Türme rankommen, um eine Granate zu werfen. Dafür werde ich euch bezahlen lassen! Diese Doktor! Hab noch einen erwischt! Diese Lumpenjun! Gib mir Deckung, ich rücke vor! Mistkerl erledigt! Ja, ja, Baby, immer drauf! Mistkerl erledigt! Aufpassen! Granate! Hölle! Ja, Junge! Haltet diese Busse zwischen euch und dem Turm! Unter schwerem Beschuss! Gib mir Deckung! Mehr hast du nicht drauf, Cam! Na los! Kann das nicht gehen! Ich hab noch mehr Granaten. Hol sie dir! Hoffentlich fliegst du besser, als du wirfst. Verschwende die hier nicht.
Ziel getroffen! Bist du jetzt zufrieden? Ja, das bin ich. Jacobs, das musst du sehen. Sieh dir das gut an. Verdammt, Connor. Es gibt nichts zu sagen. Scheiße. Was machen wir? Rein da. Was? Rein da! Hopper, sofort! Komm schon, Hopper, rauf! Sie kommen! Runter! Was? Runter! Jacob, rein da! Sofort! Nicht mal zu atmen. Leise. Wurde der Handlungen? Sergei, ich will zu dem Motorrad. Hag ihn hin. Diese Fotos erhielt ich von einem Freund mit Kontakten zum Widerstand. Ich glaube, wir alle haben vermutet, nein, wir wussten, dass Gräueltaten wie diese geschehen. Aber der Beweis ist so schockierend, regelrecht surreal. Wir sollten für diese Fotos dankbar sein. Sie zeigen einen Feind, der uns entmenschlichen will. Aber amerikanische Leichname in eine Grube zu werfen, kann unseren Widerstand nicht begraben. Wenn Erde und Schotter stille Münder füllen, werden wir für sie sprechen und der Welt ihre Geschichten erzählen. Diese Toten haben Namen, solange wir für ihr Andenken kämpfen. Dieses Land wird wieder unser Land werden. In diesem Augenblick plant der Widerstand Angriffe, die zu einem Sieg in einer unserer größten Städte führen könnten. Ich bin die Stimme der Freiheit und verabschiede mich. Die Wunde muss erstmal verheilen. Mach dir keine Sorgen. Seid vorsichtig da draußen. Connor. Viel Glück. Bring sie nach Hause. Werde ich. Du leistest gute Arbeit. Ich wünschte, ich hätte mehr für dich. Hopp! Fahr vorsichtig. Hey Leute, da kommt der erste Einsatzpunkt.
In Ordnung. Wir werfen euch ab und Hopper richtet sich am östlichen Platz ein. Ich bringe den Lieferwagen zum Haupttor und treffe mich mit den Typen von Gunnison. Wir sind hier. Los, Jacobs! Schützendienst! Nimm das Gewehr! Der Rest von uns wird nach der zweiten Runde angreifen. Ihr zwei bleibt oben und gebt uns Deckung. Wir machen den Weg für Goliath frei. Dann gehen wir rein und suchen den Treibstoff. Hoffentlich bist du bereit, den Scheißkerlen richtig weh zu tun. Unten bleiben. Ruhe. Der Parkplatz ist sauber, aber drinnen könnten noch welche sein. Seid ihr zwei allein? Es kommen noch mehr. Halt dich zurück, bis das Feuerwerk losgeht. Keine Schüsse. Wir warten, bis Connor loslegt. Zurück! Wenn sie uns hier unten sehen, geht alles in die Hose. Es wird nie einfacher. Los geht's. Okay, Connor, zeig's uns. Verstanden. Los geht's. Es lebe der König, Baby. Da, zur Linken. Sie kommen näher. Hopper, die Kerze! Verstanden! Zünde weißen Phosphor! Oh mein Gott! Gott, ich kann riechen, wie sie brennen. Mach ihrem Leiden ein Ende. Wer schießt da? Lass diese Bastarde kochen! Hopper, wo bleibt die zweite Salve? Ich arbeite dran. Scheiß drauf, wir gehen rein. Alle Teams los! Fehlschuss! Das Ding kommt auf uns zu! Vom Dach runter! Sofort! Los doch! Wir müssen zum Turm! Mir nach! Los! Jacobs! Hört ihr mich? Rechts! Los! Los! Wo ist das zweite Geschoss gelandet? Leute, hört ihr mich? Ist alles okay? Jetzt sagt doch jemand was! Tut mir leid, tut mir so leid! Komm schon, hier hoch! Los, los! Es hat geklappt! Es war ein Unfall! Dein Unfall hätte uns fast umgebracht. Flach atmen, durch die Nase. Wir haben ein paar Sekunden, bevor der Phosphor genug abgebrannt ist, damit wir... Herrgott, Connor, das ist scheiße! Die Hälfte der brennenden Leute gehört zu uns! Auf keinen Fall! Hör auf damit!
Scheitern ist hier keine Option! Bist du dabei? Ja! Oh Scheiße, Kampfhubschrauber! Runter! Halt dich irgendwo fest! Hier wird immer besser und besser. An die Waffe! Wir gehen rein! Alle hinter dem Goliath formieren! Wenn wir ein Loch schaffen, auf dem Dach! Auf dem Dach! EMS! Papa, wir haben uns um Goliath gekümmert! Drücke weiter vor! Okay, wir sind wieder im Geschäft. Such dem Goliath ein paar Ziele. Wir dürfen Goliath nicht verlieren! Benutzt Goliath, um den Vogel vom Himmel zu holen! Er kommt runter! Aus dem Weg! Verstärkung! Westeingang! Wir müssen diesen Parkplatz halten! Na los! Wie viele Leichen haben wir da zurückgelassen? Sie kannten das Risiko.
Nein, niemand verdient so zu sterben. Wo hast du diesen Scheiß überhaupt her? Von den Koreanern gestohlen. Sie wollten das Zeug bei Aufständen einsetzen. So sollte das nicht laufen. Hör zu, wir müssen diese Tanklaster markieren. Bist du bereit? Ja. Gehen wir. KVA voraus, haben uns noch nicht entdeckt. Leise gehen, wir werden sie überraschen. Hier lagern sie also den Treib. Da, Feinde bei den Kassen! Wir sind in ein paar Sekunden bei euch. Laut Funk sind noch mehr unterwegs. Feinde, drüben bei den Regalen! Die KVA seilt sich ab! Drüben, bei den Kassen! Zum Teufel! Eli ist unten! Guter Schuss, Papa! Wir warten auf dich, hier oben! Das Fahrzeugdepot ist hinter dieser Tür. Wir sorgen für Ablenkung.
Du musst einen der Tanklaster markieren, bevor er rausfährt. Wir dürfen das nicht vermasseln. Los, los, los! Scheiße! Connor, die Laster fahren schon los! Kann nicht einmal was einfach sein, verdammt! Beweg deinen Arsch, Jacobs! Bewegung! Du kannst dich rechtsrum vorarbeiten! Der zweite Laster fährt los! Der letzte Laster fährt los! Wir werden den Treibstoff verlieren! Lauf, lauf! Du hast es geschafft! Der Sender ist angebracht! Das Signal ist klar und deutlich! Gute Arbeit! Gib uns eine Sekunde! Wir treffen uns da unten! Wisch die Nachzügler auf! Da drüben, bei den Türen. Connor, den Zellen auf dem Parkplatz wird der Arsch aufgerissen. Wie sieht der Fluchtplan aus? Wir kommen durch den Laden zurück. Haltet einfach durch, bis wir da sind. Haben wir überhaupt einen Fluchtplan? Mir fällt schon was ein. Gehen wir. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Oben in den Fenstern. Ich glaube, ich rieche koreanisches Grillfleisch. Oh Mann, Connor! Elektro! Wir müssen hier unten bleiben und immer weitergehen! Wir sind fast da! Durchhalten! Hopper, pack ein! Wir sind fast raus aus dieser Scheiße! Verstanden, ich bin bereit! Kann das nicht gehen!
Geister sind hier! Gib uns Deckung! Feuer auf die KVA! Jacobs, benutzt Goliath! Kobura! Runter von dem Dach! Ihr müsst springen! Über die Sandsäcke, Jacobs! Klein machen und rollen! Halt! Stopp! Los, los! Los! Schalte mit dem Goliath alles aus, was hinter uns ist! Nimm die Zielvorrichtung! Scheiße! Festhalten! Noch ein Kampfhubschrauber! Schalt ihn aus, oder wir sind tot! Erledige den Heli! Wir haben eine Menge Leute verloren. Wir haben die Laster, nur darauf kommt es an. Holen wir Hopper und dann ab nach Hause. Bestätigten Meldungen zufolge wurde heute ein riskanter Angriff auf das KVA-Nachschubdepot in Montrose gestartet. Obwohl der Widerstand schwere Verluste hinnehmen musste, war der Einsatz ein Erfolg. Der Mut und die Opferbereitschaft dieser Frauen und Männer werden nicht vergessen werden. Auch unsere Feinde werden diesen Tag in Erinnerung behalten. In der ganzen Besatzungszone hat die KVA die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und Zivilisten gezwungen, Mitglieder des Widerstands zu identifizieren. Es sind erschreckend viele Bürger verschwunden und es gibt Berichte von Folterungen und Exekutionen. Manche stellen die Rebellion in Frage. Sie fürchten Repressalien, mitten in der Nacht verschleppt zu werden. Der Preis unserer Freiheit war schon immer hoch. Wir müssen zusammenstehen. Jetzt oder niemals. Dies ist die Stimme der Freiheit. Kannst kaum erwarten, das Boon zu erzählen. Ich will einfach nur duschen. Scheiße! Das klemmt! Bewegung! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Sie haben alle getötet. Diese Scheißkerle. Hier hast du dein Abzeichen zurück. Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben. Oh Gott, du! Hört ihr das? Wir müssen raus aus Montrose. Wollen wir ihn wirklich zurücklassen? Wir müssen los, sofort. Rihanna, wir müssen gehen.